Hallo zusammen, ich bin Carola von Lilan Linz und heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man mit den Stampin' Write Markern, also mit diesen Stiften, die zwei Spitzen haben, eine so eine Pinselspitze und die zweite Seite wie ein Stift, wie man mit diesen Stiften die Stempel mehrfärbig kolorieren kann, zum Beispiel wie hier, da ist dann das Reh in Braun, die Bäume in Grün und der Spruch in Rot. In einer anderen Version oder der Spruch hier in dem Fall jetzt in Rot koloriert und der Rand herum ebenfalls in Grün. Im Herbst-Winter-Katalog gibt es ein Kombinationspaket aus Olivgrün und Glutrot und ansonsten gibt es diese Stifte immer in den Farbfamilien, also 10 Stifte in den Signalfarben, Pastellfarben etc. Ich beginne heute mal mit dem Stempel, nehmen wir gleich mal den aus dem Stempelset. Weihnachtliche Etiketten, diesen hier leise rieselt der Schnee, wo ich 3 Farben verwendet habe. Also ich nehme dann immer Olivgrün, immer mit der Pinselspitze und färbe mir die Tannenbäume und den Boden in Grün ein. Dann verwende ich noch hier den Chili. Das kommt auf dem Text drauf. Leise rieselt der Schnee. So. Dann verwende ich den Stift in Savanne ist es. Das ist da nicht auf Deutsch angeschrieben. Savanne für das Reh. Dann gibt es da noch diese Schneeflocken. Da hole ich mir den Marker in Schiefergrau dazu. Die verwende ich für die Schneeflocken. Es können natürlich auch Sterne sein, von daher könnt ihr da auch natürlich gelbe Stifte verwenden. Und jetzt habe ich den Rand noch vergessen, den mache ich wie beim Prototyp auch in Grün. Einmal den Rand einfärben und bevor man abstempelt, einmal draufhauchen, sodass wieder Feuchtigkeit draufkommt zur Farbe und dann stempeln. So könnt ihr mehrfärbig kolorieren. Oder den zweiten Spruch hier öffnen am 24. Den nehmen wir jetzt auch wieder in Chili, den Spruch großflächig einfärben. Da ist die gleiche Tinte drinnen wie in den Stempelkissen, also auch auf Wasserbasis. Das heißt, ich könnte mit denen auch Aquarell malen. Den Rand nehme ich dieses Mal in Grünbraun. Diese Bordüre. Oben und unten. Ebenfalls wieder draufhauchen und stempeln. Also ihr lasst euch am besten ein bisschen mehr Zeit mit dem Kolorieren, dass es satt und sauber ist. Also wie gesagt, das funktioniert natürlich. Kann man hier besser erkennen. Das ist jetzt nur aufgrund der Schnelligkeit vom Video ein bisschen nicht ganz so sauber geworden. Wir haben hier die Etikettstanze, die dazu passt zu diesen Anhängern. Einmal ausstanzen. Dann nehme ich mir für den Hintergrund, in dem Fall, weil ich mit Rot mit Chili gemalt habe, also auch ein Chili-Stück dazu. Das schneide ich einmal in der Mitte auseinander. Und klebt das, damit nicht zu viel Dimension drauf kommt, da ist er mit dem Flüssigkleber einmal aufkleben. Und zwar etwas versetzt, sodass ihr hier dann eine Bordüre drumherum bekommt. Auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal. Jetzt könnte man dann die Sterne
noch mit Perlen oder Strasssteinen bekleben. Ich lasse das jetzt erstmal, dann verwende ich die 1/8 Inch Handstanze, mache oben ein Loch rein, dann habe ich hier noch die Kordel liegen. Ziehe mir diese Knicke, die hier drinnen sind, ziehe ich übers Falzbein, damit die weg sind. Und einfach einmal durchziehen. Na. Das kommt davon, wenn man alles schnell machen will. Einfach Zeit lassen beim Basteln. Soll ja auch ein bisschen entspannend sein, nicht hektisch. Ich mache jetzt bewusst oben einmal keinen Knoten rein, weil das ist ein Geschenkanhänger. Ich habe auch hier nirgendwo Knoten reingemacht. Aber diese Geschenkanhänger, wie gesagt, könnt ihr in euren Lieblingsfarben anmalen. Und die Stampin' Write Marker gibt es in allen Farben außer Weiß. Und in Schwarz gibt es das Ganze ja über separat einzeln zu kaufen. Ich wollte euch heute einfach einmal zeigen, dass man diese nicht nur zum Ausmalen, großflächigen Ausmalen von bereits gestempelten Formen verwenden kann oder was jetzt ganz sehr populär ist, das Handlettering, sprich dieses Kalligrafie-Schreiben, für die kann man diese Stifte auch wunderbar verwenden, sondern man kann eben auch, wie ihr hier sehen könnt, Stempelmotive mehrfärbig kolorieren. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Tipp heute Spaß gemacht und euch ein bisschen zum Nachbasteln angeregt. Ich wünsche euch wie immer eine kreative Zeit und bis zur nächsten Woche. Tschüss!